Hi Freunde, Mordmann hier. Ich habe was entdeckt, das jeden von euch begeistern wird. Es ist ein besserer Koop-Modus, als das normale Spiel mit sich bringt. Es ist etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe bei vielen Spielen. Wir können zu zweit, zu dritt, wie viele auch immer, die Welt von Elden Ring erkunden. Jeder kann sein, wo er will. Mein Partner ist zum Beispiel hier drüben gerade an der Ruine. Ich stehe hier. Wir können parallel alles erkunden. Wir können zusammen kämpfen. Wir können alles zusammen erleben. Man wird nicht immer rausgekickt, wenn der Gegner zu Ende ist. Wenn man stirbt, stirbt man zusammen und kommt am Gnadenpunkt. Man kann zusammen reisen, wie zum Beispiel zu Kirche. Dafür kriegt mein Partner jetzt eine Notiz und wir reisen dann zusammen dahin. Wir können zusammen reiten, wir können alles zusammen erleben und es ist einfach das bessere Koop. Es macht übertrieben viel Spaß. Es ist etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe in meiner Game-Laufbahn von mehreren Jahren. Also ich spiele schon seit 15 Jahren MMOs und das ist etwas, was, es begeistert mich einfach. Es ist das bessere Koop, es macht übertrieben viel Spaß und es ist super einfach zu installieren. Einziger Nachteil, ihr müsst quasi, oder ihr spielt mehr oder weniger offline, also nicht auf den Servern von Elden Ring, sondern auf Servern generell. Ihr seid, oder ihr müsst nochmal neu anfangen, also ihr könnt euren Spielstand nicht nutzen, aber ihr kennt ja meine ganzen Guides, wo ihr alles nochmal findet, was ihr nochmal korrigieren müsst. Und so könnt ihr mit euren Freunden zusammenspielen. Ihr könnt leider aktuell nur auf PC zusammenspielen. Es ist ein Mod, den es nur auf PC gibt. Er ist noch in der Beta-Phase und hat auch noch den einen oder anderen Fehler. Aber wir haben das jetzt ganz, wir haben das Ganze getestet zu zwei. Die Fehler sind nicht bemerkbar. Ich glaube, einmal gab es einen Disconnect, aber man konnte sich einfach ganz easy wieder connecten. Also gar kein Problem. Probiert das Ganze aus. Und ich zeige euch jetzt, wie genau das Ganze geht, was das Ganze mit sich bringt und was ihr damit alles machen könnt. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. Und joint auch meinem Discord, da könnt ihr nämlich Mitspieler zum Spielen finden. Den findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist das Ganze ein Mod, den ihr für Elden... den ihr euch separat downloaden müsst und mit dem ihr dann spielen könnt. Wichtig, ihr braucht zwingend die originale Version von Steam, damit ihr den Mod nutzen könnt. Also wenn ihr eine gecrackte Version habt, funktioniert das Ganze nicht. Da hat der Entwickler ganz klar gesagt, der Entwickler des Mods, ey, das möchte ich nicht unterstützen. Elden Ring ist ein cooles Spiel, das Studio hat es entwickelt, die sollen auch Geld dafür bekommen. Bin ich auch extrem für. Gecrackte Versionen sind nie cool, weil man klaut einfach Content, wo die anderen Leute oder wo die Firma, das Studio, auch Zeit und Geld investiert hat. Also kauft euch das Spiel, dann könnt ihr das Ganze mitspielen. So, ich verlinke euch unten einen Link in der Beschreibung, ist Nexus Mods und da müsst ihr euch erstmal einen Account erstellen. Ihr erstellt einfach den Account, dann kommt irgendwann sowas wie, wie lange möchtest du subscriben und möchtest du mit PayPal zahlen etc. Das könnt ihr einfach sein lassen. Ihr geht dann einfach auf dieses Nexus Mods wieder zurück, seid dann direkt eingeloggt und könnt hier runterscrollen. Ja, und hier findet ihr auch schon alle Infos zum Mod, was der Mod kann, wie das funktioniert, Balancing, wie man es installiert etc., aber das zeige ich euch jetzt alles. Ihr ladet euch also den Mod einfach runter und das macht ihr bei Manual, hier rechts, Download Manual und bekommt dann einmal einen Ordner, ja, wo alles drin steht. Und mit diesem Ordner müsst ihr euch jetzt, ich gehe mal kurz nochmal den normalen Weg, ich habe jetzt lokaler Datenträger D, da habe ich Steam drin. Ihr müsst auf den Steam-Ordner gehen. Im nächsten Schritt geht ihr bei dem Steam-Ordner auf Steam-Apps. Ja? Nach Steam-Apps müsst ihr auf Common gehen und findet dann hier alle Spiele, die ihr von Steam installiert habt. Unter anderem auch Elden Ring. Da geht ihr einmal rein, geht dann auf Game und habt dann diesen Ordner, den ich jetzt habe. Also ihr kriegt so eine ZIP-Datei. Kopiere ich mal eben hier rein. Da geht ihr dann einfach drauf, Rechtsklick. Hier entpacken. Wenn ihr das dann entpackt habt, sollte es einmal den das Launch Elden Ring Seamless Coop geben und Seamless Coop. Genau, in den Ordner klickt ihr dann einmal rein und geht auf Coop Passwort Ini, öffnet das einmal und müsst hier hinter Coop Passwort euer Passwort setzen. Wichtig, das musst du und dein Partner gleichwertig setzen. Ja, also ihr macht zum Beispiel, ich und mein Partner, wir haben beide Motte, großgeschrieben, 0306 genommen und das speichert ihr einmal. Dann öffnet ihr hier dieses Launch Elden Ring Seamless Coop als Administrator, also Rechtsklick als Administrator aus,
auswählen und dann öffnet sich das Spiel komplett von selber. Genau, wir sind jetzt im Game angekommen und ich habe mir den lieben Xeat dran geholt. Ist auch ein YouTuber, den kennt ihr vielleicht, der ist unter meinen Kommentaren öfters zu finden oder auch in meinem Twitch-Kanal. Ist noch ein bisschen kleiner als ich, also lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da auf Twitch und auf YouTube. Ich packe euch den Link unten in der Beschreibung und mit ihm stelle ich euch den Mod jetzt einfach mal vor. Genau, Xeat, vielleicht einfach noch mal kurz zu dir ein paar Worte, dass du dich auch einmal vorstellen kannst. Gewiss, doch. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass ich die Chance wahrnehmen kann, mit dem Mottenmann ein Video gemeinsam aufnehmen zu dürfen. Dafür ein recht herzliches Danke auch an alle, die bei ihm im Chat aktiv sind oder auch mal bei mir hin und wieder mal vorbeigeschaut haben, sei es auf YouTube oder sei es auf Twitch. Recht herzlichen Dank dafür. Mottenmann hat ja schon gesagt, wir stellen euch eine Mod vor. Und da starten wir jetzt einfach mal rein. Ich übergebe das Wort wieder an ihn. Ich bedanke mich. Bis dann. Genau, super. Also, wir haben schon einige Sachen herausgefunden. Wir haben den Mod schon ein bisschen ausprobiert oder die Mod. Und zwar könnt ihr euch beide ein Pferd holen und könnt zusammen durch die Gegend reiten. Was ich extrem cool finde, ihr könnt zusammen die Map erkunden. Einer kann hier rumlaufen, einer oben rechts, wie ihr wollt. Habe ich ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber ich erwähne es nochmal ein bisschen ausführlicher. Wenn er jetzt bei Godric war, ich habe Godric noch nicht gesehen, dann sehe ich ihn nicht mehr auf der Karte, weil ich das Kartenstück nicht gefunden habe. Aber sonst ist es relativ gut überschaubar und ihr könnt alles zusammen erleben. Ihr könnt euch zusammen Gnadenpunkte erkunden. Jedoch muss jeder Spieler sich einmal an den Gnadenpunkt hingesetzt haben. Also ich war jetzt hier einmal gewesen zum Testen, er war hier oben links gewesen. Er hatte diesen Gnadenpunkt aktiviert, ich den rechten, ich sehe seinen nicht und er sieht meinen nicht. Wir können zusammen in den Kampf starten, wie auch normal. Und das bringt uns natürlich auch viele Vorteile mit. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel gegen den Baumwächter kämpfen und ich verlieren sollte oder ich sterben sollte, beziehungsweise er mich umbringt, dann wird man ja normal aus der Map geworfen, Xeat wäre dann nicht mehr Bestandteil meiner Partie. So, da ich der Host bin und gestorben bin, werden wir jetzt beide einfach zurück zum Gnadenpunkt teleportiert und können dann von da aus weiterspielen. Wenn Xeat jetzt stirbt als Nicht-Host, also als quasi Gehilfe in meiner Welt, wäre es nicht so schlimm. Ich könnte den Boss noch besiegen, das wäre kein Problem. Genau, ich glaube, du kannst ihn sogar auch noch besiegen, Xeat. Sehe ich gerade. Ja. Gib Gas, hau ihn mal um, gucken, was passiert. Ich glaube, ich habe gerade Fake Calls gesehen. In den anderen Aufnahmen war es immer so, wenn ich gestorben bin, dann sind wir zurückgeflogen. Wenn er jetzt noch stirbt, oder lass dich einfach mal töten. Geht, glaube ich, schneller als ihn zu besiegen. Genau, wenn er jetzt noch stirbt, falls der Baumwächter irgendwann mal trifft, dann werden wir auch zum Gnadenpunkt gebracht. Wir kriegen eine Essenz, das ist von dem Mod quasi mit drin, die wir benutzen können, die uns dann nochmal Buffs gibt, beziehungsweise Debuffs im Spiel selber. Also guckt euch das gerne auch nochmal an mit den Essenzen. Extrem nice. So, wir werden jetzt hier auf jeden Fall gleichzeitig zurückgebracht. Es muss nicht wieder eine neue Lobby erstellt werden. Wir können einfach von hier weiterspielen und versuchen, weiter in der Welt voranzukommen. Wenn wir jetzt zusammen gespielt haben, können wir auch noch andere Mods benutzen. Heißt, Xeat hat gerade einen Mod, mit dem er sich jede Waffe geben kann. Er hat sich zum Beispiel blutige Ströme gegeben. Der Baumwächter backt gerade rum. Genau, er hat sich blutige Ströme gegeben, hau ihn mal um. mit der er dann quasi spielen kann und die Welt quasi, beziehungsweise als anderen Mod sich Vorteile geben kann. Also ihr könnt andere Mods machen, wie zum Beispiel Waffen geben, ihr könnt euch leveln, ihr könnt euer Aussehen verändern, ihr könnt Aussehen der Welt verändern. Das ist alles sehr kombinierbar. Und ihr kriegt die Belohnung, wenn ihr jetzt Bosse besiegt habt, beide. Also ich habe jetzt die goldene Hellebarde bekommen und er auch, falls ihr keinen anderen Mod dazu nutzen wollt. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist das Ganze noch in der Beta-Version und es sind ein paar Bugs da. Wir sind beide gestorben. Der Baumwächter war immer noch getriggert auf uns. Das lag daran, weil ich noch im Viewport war als tote Person oder Xeat im Viewport, als ich dann schon wieder am Leben war. Deswegen war der Baumwächter auch noch auf mich fixiert. Also da sind so ein paar kleine Bugs drin. Auch bei einer Cutscene, als wir uns das Pferd geholt haben, ist Xeat dann aus meiner Welt geflogen. Er musste sich es nochmal in seiner Welt holen. Sind aber keine großen Bugs. Also es macht nichts am Spielen aus und ich denke, die werden auch noch in Zukunft behoben. Der Mod ist jetzt gerade mal eine Woche draußen und ich fand es so geil, dass ich das ganze Projekt von dem Entwickler supporten möchte und der Mod nochmal ordentlich Aufmerksamkeit geben will. Das ist so für mich so eine Art Kindheitstraum gewesen. Einfach auch bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Skyrim, dass man die mit Freunden zusammen erkunden kann und das ist bei diesem
Elden Ring Mod möglich und es ist mega geil, also probiert das Ganze aus. Ja, wie gesagt, er könnte mir jetzt auch Waffen droppen, Xerd, die er sich durch seinen Mod holt, oder wenn wir jetzt gekämpft haben und sagen, ey, wir haben beide die Hellebarde von dem Monster bekommen, ich möchte sie nicht spielen, er möchte sie vielleicht zweimal spielen, kann ich ihm eine davon geben und man kann auch damit zusammenspielen, also auch da nur vorteilhaft. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch vergessen haben, was zu erwähnen oder ob es das Ganze war. Hast du noch was im Kopf? Ja, eine Erwähnung wegen den Punkten. Wenn ihr euch beispielsweise portet, braucht ihr beide denselben Gnadenpunkt. Ich mache das jetzt einfach mal vor dem Tor. Ich mache, okay, dann Genau. kriegt jetzt Kriege unser ich unten. Mottenmann einen. Genau, ich kriege unten eine Nachricht, dann gehe ich einfach auch auf den Punkt, klicke ihn an und jetzt werden wir da beide hinteleportiert. Guter Hinweis. Vielen Dank dafür. Genau, also das kann man auch, oder das unterstützt der Mod auch, dass man sich dann zusammen teleportiert. Finde ich extrem cool. Der Mod ist extrem gut gelungen und man sollte es auf jeden Fall einmal ausprobieren, gerade wenn man mit Freunden spielt. Der einzige Nachteil, der mir gerade noch auffällt, ist, was mir gerade einfällt, das Ganze ist nur für PC verfügbar, es hat kein Crossplay. Beide müssen den Mod natürlich installieren und beide müssen am PC spielen. Vielleicht wird es irgendwann nochmal für PS5 oder so rauskommen, kann ich leider nicht sagen, aber für PC ist es aktuell auf jeden Fall draußen und ihr könnt das Ganze ausprobieren. Ich verlinke euch, wie gesagt, den Link in der Beschreibung. In diesem Portal, also in der Bibliothek, wo ihr den Link findet, findet ihr auch ganz viele andere Mods, die könnt ihr euch natürlich auch installieren und mit diesem Mod kombinieren und zusammenspielen. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu dem Ganzen? Schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, genauso wie auf Twitch, damit ihr kein Video mehr verpasst von mir. Lasst auch ein Abo auf Xehat, seinem YouTube und Twitch da, damit ihr da immer auf dem Laufenden bleibt und ihn unterstützt. Er ist echt noch sehr, sehr klein und ich würde ihm gerne, weil er mich auch des Öfteren unterstützt hat, wie zum Beispiel, er schickt mir manchmal Builds, die wir zusammen ausprobieren, wo ich auch ein Video dann von machen kann und er auch. Ich helfe ihm ein bisschen beim Schneiden. Er hilft mir und wir unterstützen uns gegenseitig. Ist extrem cool, mit ihm zusammenzuarbeiten und deswegen unterstützt ihn, lasst ihm gerne ein Abo auf YouTube da und auf Twitch gegebenenfalls und werdet einfach auch Teil seiner Community. Würde ich mich sehr darüber freuen und er sich natürlich auch. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao! Ciao.